passt auch nicht. Willst du schon los, Finny? Willst du schon los? Halli, hallo, ich grüße euch zu einem neuen Video. Wir sind gerade kurz vor der Abfahrt, alles nochmal gecheckt am Boot, alles richtig verzurrt, ob alles passt. Ja, die Herbsttouren stehen an. Bin wirklich gespannt, was mich erwartet am großen Fluss. Niedrige Pegelstände noch immer seit dem Frühjahr. Im Frühjahr war dieses Niedrigwasser mega gut. Wir konnten sehr, sehr gute, vor allen Dingen richtig große Fische fangen. Aber jetzt im Herbst, wir haben Oktober, ist immer noch sehr, sehr warm in Italien. Wassertemperaturen um die 20 Grad und ganz, ganz niedriges Wasser. Ich glaube, das wird jetzt auf jeden Fall eine härtere Nummer. Ich nehme euch mit, die ungeschönte Wahrheit, wie der Herbst uns empfängt am großen Fluss. Jetzt haben wir erstmal noch, ich schätze mal, gute 10 Stunden Fahrt vor uns. Und morgen früh sind wir schon am Bach. Abfahrt. Ja, 4 Stunden später. In Kürze geht's rüber zu unseren österreichischen Freunden. Sind gut vorangekommen, obwohl es sich wirklich zieht. Ne? Also mit dem Boot hinten dran, permanent 100 fahren, viele LKWs noch auf der Straße, die Müdigkeit setzt langsam ein, aber immer wenn es zu arg wird, Pausen machen, ganz wichtig, nichts überstürzen, denn gesundes Vorankommen und gesundes Ankommen ist das Wichtigste. Ab und zu mal Fenster runter, frische Luft oder ansonsten Radio aufdrehen und mitgrölen, all das hält fit. Ich fahre halt am liebsten nachts, weil da ist in der Regel am wenigsten los, da komme ich am besten voran und bin dann morgens im Morgengrauen gleich am Gewässer, ja, habe also keine Zeit verschenkt. Ihr könnt ja mal in die Videokommentare unten reinschreiben, wie ihr am liebsten unterwegs seid, ob ihr lieber gemütlich tagsüber fahrt. Also morgens los, abends ankommen oder ob ihr auch in der Dunkelheit da durchbrettert. Ich werde jetzt irgendwo in Österreich nochmal voll tanken, Käffchen trinken, ja, und dann geht es weiter in Richtung Brenner, dann geht es die Berge hoch. Aber ich glaube, dann wird es schon langsam, langsam wieder hell. Ich bin wirklich gespannt, was der Fluss und der Herbst jetzt am großen Fluss für uns bereithält. Ich glaube nicht, dass es einfach wird. Gut, einfach war es noch nie, sonst wird es ja stricken heißen. Ne? Aber es gibt halt Bedingungen, die einem mehr in die Karten spielen und dann härtere Voraussetzungen. Und ich glaube, bei den aktuellen Situationen wird es auf jeden Fall spannend. Aber genau das macht es ja interessant. So, wir sehen uns wieder, wenn die Sonne aufgeht. Alter Falter, also die Italiener machen mehr Gelaber im Radio als Musik. Aber es ist hell, leichter Nebel sitzt nur auf den Bergen drauf, ganz cooler Anblick. Finny wacht auch langsam aus ihrem Winterschlaf auf, ja. Und wir haben es bald geschafft. Eine gute halbe, dreiviertel Stunde habe ich noch. Jetzt ruft gerade jemand an, das ist immer so, den drücke ich jetzt weg. Ja, und dann sind wir da. Außentemperaturen von 15 Grad morgens. Bei mir zu Hause, wie ich losgefahren bin, waren 6. Und da hinten am Horizont schaut sogar schon blauer Himmel durch und genau da, in diese Richtung fahren wir. War es eine lange Fahrt, Finny? Bist du bereit? Sind wir bald da? Bist du bereit? Bist du bereit, ja? Also ich muss mein... Ja, genau, so sieht's aus. Also ich muss Finny echt mal loben. Die macht das so gut, die Kleine. 10 Stunden waren wir jetzt unterwegs. Bist noch müde?
Bist du noch müde? Bist du noch müde? Ja, gleich geht's los. Gleich geht's los. Die macht das so gut mit, am Wasser sowieso. Ich habe sie ja von klein auf dabei, auf dem Boot oder irgendwo am Ufer. Aber das Autofahren, ja, wir sind ja oft sehr, sehr lange unterwegs. Jetzt waren wir auch 10 Stunden hier im Auto drin, 2 kurze Pausen gemacht und die legt sich da auf ihren Platz und chillt, ja, schläft. Und das ist echt der Wahnsinn, ja. Da bin ich doch sehr, sehr dankbar, dass das so ein braves Mädchen geworden ist. Die kann auch anders. Kannst du auch anders? Hm? Kannst du auch manchmal anders? Nein, gell? Ja, ja, sie schaut, als ob sie kein Wässerchen drüben kann. Nee, aber das macht sie super. Und jetzt sehen wir gleich das erste Mal den Fluss. Wir fahren über eine Brücke drüber. Da können wir runterschauen. Und dann geht es schon direkt los. Ja? Auto ausräumen. Boot vorbereiten, Boot ins Wasser. Das Boot ins Wasser bringen ist bitte hier. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Werden wir machen. Das Boot ins Wasser zu bringen ist hier am Fluss etwas nervenaufreibender als in anderen Revieren. Aber das werde ich euch gleich zeigen. Wir sind angekommen an einem der wahrscheinlich besten Welsreviere Europas. Und die Brücke, über die wir gerade drüber gefahren sind, das ist eine ganz besondere Brücke. Ich verlinke euch mal hier oben ein Video. In den Pfeilern der Brücke leben richtige Monsterfische. Und nicht nur hier. Und plötzlich kippte die Stimmung. Angekommen sind wir bei schönstem Wetter. Ich habe euch im Auto noch erzählt, wie warm es hier in Italien ist. Warm ist es immer noch, aber jetzt regnet es in Strömen. Ich habe mittlerweile komplett die richtige Anglerkluft an, denn es kommt richtig was runter. Niedrigwasser vom Feinsten, aber vielleicht bringt der Regen uns jetzt Glück. Aber da muss viel passieren, da müssen ja mindestens, wir haben jetzt minus 2,5 Meter hier am Mittellauf, um Hochwasser zu haben. Früher sind wir mal hier bei 7 Meter rausgefahren, plus, da müssten jetzt 9,5 Meter Wasser kommen, das wird nicht passieren. Boot ist vorbereitet soweit. Zack. Ja, und jetzt kommt mein Boot hier an diesen Galgen. Slipanlagen gibt es hier nicht. Ja, und dann wird es hier reingewuchtet. Das ist immer eine Zitterpartie vor dem Herrn vom Allerfeinsten. Aber heute Nachmittag soll das Wetter wieder aufgehen. Das ist so ähnlich wie in Norwegen, da hatten wir auch alle 4 Jahreszeiten am Tag. Italien ist da eigentlich ein bisschen zuverlässiger. Aber laut Wetterbericht heute Nachmittag geht es wieder auf. Ab morgen haben wir wieder 20 Grad rum für den Herbst. Sollte doch passen. So, jetzt erstmal Boot ins Wasser und dann suchen wir uns noch einen Platz. Alter Vater, erstmal die Linse putzen, da hängt es in der Luft, das Boot. Ich habe wieder einen halben Nervenzusammenbruch. Alter Falter. Und dann noch so ein Wetter hier beim Start. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das ist das Angeln in Italien. So, und da kommt mein Boot. Normalerweise sollte ich ja schon ein neues haben. Es hat nicht ganz geklappt, das erzähle ich euch dann nochmal in Ruhe. Und da kommt's. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind. 15 Meter über der Wasserlinie hängt es jetzt am seidenen Faden. So, Rudele. Der läuft halt wie eine Eins. Hast du Spaß? Alles easy. Klar. Mit dir immer. Die haben immer gesagt, fährst nach Italien, fängst du dicke Fische, hast du schönes Wetter. Dicke Fische werden kommen, schönes Wetter kommt auch. Alter Falter, unglaublich. Aber das sind
Real Videos, ja. Ich habe keine wasserdichte Cam am Start, es regnet jetzt auch immer stärker. Ich werde jetzt das Teil wegpacken und wir sehen uns später am Platz. Ich baller jetzt erstmal runter ins Camp. Das wird nochmal richtig heftig, richtig haarig. Aber das macht's Angeln aus. Alter Falter, allerschönstes Sauwetter. Aber mein Boot ist soweit gepackt. Ich werde die erste Nacht jetzt hier noch durchziehen, obwohl mir wirklich die Müdigkeit in den Knochen steckt. Ich habe auch noch zwei Kumpels im Camp getroffen. Da drüben fahren sie. Ich habe jetzt auf jeden Fall gute 30, vielleicht sind sogar 40 Stunden ohne Schlaf auf dem Knochen und auch noch nichts gegessen. Deswegen werde ich mir jetzt hier schnell im Boot eine leckere Trinkmahlzeit reinhauen. Also das Zeug ist aber auch lecker. Der Lassi hier von Y-Food. Das macht auf jeden Fall jetzt erstmal satt bis zur Platzsuche. Gilt erstmal für mich auf jeden Fall, irgendwo aufzubauen. Ich werde heute Nacht im Zelt pennen. Fini ist komplett durch. Mein Zelt liegt hier vorne auf dem Boot drauf. Und ich muss jetzt auf jeden Fall mal ein paar Stündchen schlafen. Denn morgen geht es dann richtig los. Ja? Aber wer weiß, die erste Nacht kann immer einen dicken Fisch bringen. Wir versuchen es. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Unglaublich, unglaublich. Jetzt am Nachmittag kommt noch mal die Sonne raus und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich habe mich jetzt erstmal umgezogen und einen Satz Klamotten komplett durchgejuckelt jetzt beim Rausfahren. Alles nass gewesen, komplett nass, bis auf die Unabuchse. Ja, aber jetzt ist die Sonne da, hat wieder Kraft. Ich schätze, dass wir das bis heute Abend noch trocken kriegen. Ja, und jetzt bereiten wir alles soweit vor. Und dann geht's los. Endlich wieder trockene Klamotten an. Schön warm eingepackt jetzt. Der Regen hat es gut mit uns gemeint. Jetzt zur Dämmerung hin ist der Regen komplett eingebrochen. Und wir erleben sogar noch einen richtig tollen Sonnenuntergang. Also der Himmel wird blau. Ab morgen haben wir, glaube ich, auf jeden Fall wieder gutes Wetter. Und unsere Klamotten jetzt gleich vom Tourstart werden alle wieder trocken. Ich werde heute Abend überhaupt kein großes Hexenwerk veranstalten. Wir werden vier Routen setzen. Ich habe hier eine ganz interessante Graskante an unserem Angelplatz gefunden. Wir haben hier eine Wassertiefe zwischen 2 bis 3 Metern. Die meisten vermuten ja, dass es im Po jetzt hier in Italien im großen Fluss überhaupt kein Wasser mehr gibt. Wir haben einen niedrigen Wasserstand. Wir haben aktuell einen Pegelstand von -2,3 Metern. Das ist wenig, aber es gibt noch genug interessante Angelbereiche. Es gibt noch genug tiefe Bereiche und ich denke, es gibt auch noch genug Fisch hier. Ja? Und ich denke, der Fischerei wird das überhaupt keinen Abbruch tun. Hier vorne seht ihr ja die Bereiche. Es hat jetzt fast 6-7 Stunden gut durchgeregnet. Vielleicht bringt der Regen uns ein bisschen eine Wassertrübung. Das Wasser ist relativ klar. Aber hier in dem Bereich werde ich jetzt noch schnell 4 Routen setzen mit kleinen U-Posen. Eine ganz dezente Köderpräsentation, knapp über Grund, schön unauffällig. Tree-U-Posen und Mikro-U-Posen werden zum Einsatz kommen. Ja, und dann brauche ich auch mal eine Haube Schlaf. Ich bin gut durchgeballert, gut müde. Und der Regen, muss ich ehrlich sagen, hat mir so ein bisschen Rest gegeben, jetzt gleich beim Start. Ich bin gespannt, ob uns die erste Nacht schon Glück bringt, aber ich habe auf jeden Fall mega Lust, jetzt hier in den Herbst am Fluss zu starten. Die zweite interessante Jahreshälfte für uns Welsangler beginnt. Dieses Mal zwar bei sehr, sehr spannenden Niedrigwasserverhältnissen, aber wer weiß, nur der Versuch macht klug. Hast du das gesehen? Da hinten einer gehüpft. Da sind überall kleine Fische.
diese Graskante ist schon eine ganze Zeit lang im Wasser, trotz diesem niedrigen Wasserpegel, diesem niedrigen Wasserstand. Und überall da drin sieht man kleine Fische rumwuseln. Und ist da auch ein spannender Angelplatz. Ne? Normalerweise findet man solche Spots hier, solche Bereiche nur bei Hochwasser, wenn das Wasser langsam ins Landesinnere reinschiebt. Aber auch jetzt hier, bei Niedrigwasser, gibt es doch Grasgebiete, die im Wasser sind, die geflutet sind. Da sammeln sich die kleinen Fische und vielleicht kommen dann Räuber hin. Das ist auf jeden Fall der Plan und das Beste, was mir jetzt für die knappen noch 40, 50 Minuten Licht, bis es dunkel wird, einfällt. Erstmal jetzt zur Ruhe kommen. So, ich werde jetzt mir noch schnell ein paar Vorfächer hier raussuchen. Ich möchte direkt an der Graskante relativ unauffällig angeln. Auf jeden Fall kommt zum Einsatz die Tree-U-Pose mit 10 Gramm, eine meiner Lieblings-U-Posen. Niedrige Köderpräsentation, also knapp über Grund, aber doch schön auffällig durch dieses Tannenbaumprinzip hier. Strömung baut sich schön vor dem Köder auf. Die werde ich testen mit der Haarmontage. Das kennt ihr von mir. Und ja, noch die Mikros. Im Frühjahr waren sie ein Renner und jetzt im Herbst, denke ich, müssen wir mal probieren, auf welche Art der Köderpräsentation die Fische stehen. 3,5 Gramm, zweimal direkt hintereinander geschaltet, animiert den Köder ganz knapp über Grund, sehr unauffällig. So gut wie keine Wasserverwirbelung. Und da probieren wir jetzt einfach mal, wo sie Bock drauf haben. Was ihr auf jeden Fall gut erkennen könnt jetzt, ganz, ganz wenig Auftrieb, also maximal 10 Gramm vor dem Köder, keine großen U-Posen. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung in bestimmten Zeiten, an bestimmten Gewässern. Aber hier am großen Fluss, bei dem klaren Wasser jetzt, bei den niedrigen Wasserverhältnissen, will ich lieber unauffällig vorgehen. Die Ruten sitzen. Nach dem regenreichen Tag haben wir jetzt noch einen ganz perfekten Abend hier in Bella Italia. Die Mücken schwirren, also wirklich unglaublich, aber das ist jetzt halt das perfekte Brutgebiet für die Jungs. Die Feuchtigkeit vom Regen und dann das hohe Gras an dem Platz, wo wir jetzt hier die erste Nacht aufgebaut haben. Thorsten und Markus sind noch mit rausgeballert und haben sogar noch ein ganz fantastisches Abendessen vorbereitet. So ein Dutch Oven mit Cola-Fleisch, also habe ich schon nie gehört. Hier unten brutzelt das Teil. Ja, und jetzt schauen wir mal, was der Herbst uns hier bereithält, außer nasse Popo, wie heute Mittag beim Start. So, wir haben heute sogar eine Tischdecke, ja. Absoluter Wahnsinn. Und hier ziehen gerade die Knödel. Und hier ist das Cola-Fleisch am Start. Bin ich mal gespannt. Aus dem Dutch-Ofen. Alte Falte. Das schaut doch gut aus. So. Oh ja. Hier so eine Kralle. Oh, das ist super. Ja, das sieht sehr gut aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Knödel dazu. Eine leckere Soße. Uiuiuiui. Nach so einem verregneten Start. Absoluter Wahnsinn. Und da vorne klingelt schon ganz heftig. Köfe sind aktiv. Wir haben es noch geschafft, im letzten Licht des Tages 4 Ruten rauszuballern. Trockene Klamotten an. Bin mal gespannt. Und hier im hohen Gras, in dem feuchten hohen Gras, kommen jetzt richtig die Blutsauger raus. Und das hier im Oktober. Da rechnet man definitiv mit allem.
aber nicht mit solchen krassen Mückenansammlungen. Aber wir haben uns ja auch genau reingesetzt hier in die Brutstätte für die Jungs. Drauf. Die erste Aktion, und jetzt nach dem Regen ist es eine richtige Wohltat, aber nach dem Regen kommt natürlich immer Sauerstoff ins Wasser und den kann man gerade momentan dringend gebrauchen bei der Hitze, im Herbst. Der erste Fisch ist am Band. Das ist ja unglaublich. Das ist ja die erste Aktion von dem. Unglaublich. Was ist denn meine Zeit? Aber ein Schwall. Das sah gut aus. Das Paddel sah gut aus. Jetzt kommt er langsam. Wahnsinn. Wahnsinn.
Jetzt atmest du so schwer. Deswegen. Stark nach PB aus, Markus, ne? Das, ich glaube ja, ne? Oh, das sieht stark nach PB aus. Kleine Mikros. Das sieht stark nach PB aus, hier gleich im Start. Alter, was eine Murmel. Wahnsinn, Wahnsinn. Zum Anfang. Oh ja, großer Fisch. Großer Fisch. Richtig großes Ding. Großer Fisch. Großer Fisch. Vater. Das ist dein PB. Ja. Also auf jeden Fall eine gute Busröhre. Die Mikros haben es gerichtet. Wahnsinn. So, jetzt gucken wir mal, was wir ins Boot kriegen. Da wird eh nochmal ausrasten. Hier hängt. Kleiner Hafen hat zugeschlagen. Der kleine Haken sitzt in der Haarmontage ganz knapp vorne auf der Platte, aber so muss es sein. Und Markus, da kommt jetzt ein richtig, aus der Übung, richtig fetter Herbstbolle für dich rein. Alter, ja, guck mal, alter Vater, alter Vater, und das gleich zum Start. Das ist der erste Biss jetzt bei den Oktobertouren. Der erste Fisch ist dieses Ding. Kein Witz. Und wahrscheinlich auch der eine deiner größten Fische Italiens. Ja, definitiv. Petri Heil. Zeig mal einen Schwanz hinten. Alter Falter. Wahnsinn. Wahnsinn. Krass, 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 krass. Ja. Niedrigwasser, klares Wasser, sensibles Angeln. Die kleinen Mikros haben es gerichtet. Unglaublich.
Ja, 2,35. Das passt doch. Und da sind wir schon wieder. Könnt ihr fast sagen, ein Doppelschuss, ja. Unglaublich. Schlag auf Schlag. Unglaublich. Ja, das ist oft so. Nach dem Regen kommt Sauerstoff ins Wasser. Und oh ja, eigentlich war noch ein paar Dinge raus. So, den ersten Baum hat er eingesammelt. Und der nächste. Hängt ganz knapp die uns, ne? Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Petri, bitte, Dank. Ja, meine Lieblings-U-Posen haben zugeschlagen. Entweder vorhin eben der Dicke kam auf die kleinen Mikros und hier 10 Gramm Tree. Immer ein Garant für gute Fische, ja, gute Fänge. Ganz knapp über Grund. Ja, was eine Murmel, kann man das sagen. Unsere erste Aktion jetzt im Herbst hier in Italien. 2,35 PB für den Markus. Ihr wart ja auf dem Boot dabei. Also richtig stark. Hat er uns eingeschenkt, der Kollege hier. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Habt also keine Angst, weil ja viele Gerüchte gerade rumgehen. Im Po wäre kein Wasser mehr. Wir haben Niedrigwasser, aber es ist immer noch genug Wasser da und genug Fisch für uns Angler. Und da wird auch sich so schnell nichts dran ändern. Und bin gespannt, ob der Herbst uns noch ein bisschen Regen bringt. Petri, heil. Vielen Dank. In jedem Fall wichtig geht bei den Temperaturen jetzt mit dem Fisch ins Wasser für die Fotosession. Nicht irgendwie der Sonne großartig aussetzen. Ja, geil, geiler Start. Es war der erste Biss, ist kein Witz, es war der erste Biss, den wir jetzt hier hatten. So ein Ding. Ein kleinerer Fisch. U-Pose. Na klasse. Ich sehe den Braten schon kommen. Ein stattlicher Katzenwels auf die U-Posen-Montage. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob das Fluch oder Segen ist. In den letzten Jahren entwickelt sich diese Population hier sehr, sehr rasant am Fluss. Dann mittlerweile kriegen wir sie auch in ordentlichen Größen auf die Wallermontagen drauf. Früher kamen sie nur beim Fiedern, auf die Würmern, auf die Maden in Kleingrößen und jetzt werden sie immer größer und attackieren unsere Welsköder. Schmackhaft sind die Teile und den werden wir uns jetzt hier zum Frühstück reinhauen. Und wie es weitergeht hier am Fluss, wie das Wetter mitspielt,
was die Fische machen. Das seht ihr in einem der nächsten Videos. Alles Gute für euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.